Mein erstes Auto war ein DKW. Mein letztes Auto muss wieder ein DKW sein. Mein erstes Auto war ein DKW Junior Deluxe, den ich also bis auf die letzte Schraube fast zerlegt habe und wieder zusammengebaut. Und aufgrund meiner Erkrankung habe ich mir überlegt, dass auch mein letztes Auto ein DKW sein wird. Und bin dann auf die Suche gegangen, einen für mich schönen DKW 1000S Coupé zu finden. Coupé aus dem Grund, weil man die Seitenscheiben alle komplett runterdrehen kann, versenken. Und es sollte auch ein Modell sein mit Faltdach. Und nach langer Suche habe ich bei Karlsruhe ein Modell gefunden, das ja mir restaurationswürdig erschien. Und ich habe angefragt, ist es unfallfrei, ja, und vollständig komplett. Ja. Was sich dann später als nicht wahr herausstellte, die Restauration gestaltete sich doch etwas schwieriger als gedacht. Eine große Frage war natürlich von Anfang an die Farbe. Die meisten haben gesagt, dann Original, Original, ja. Original stellte sich dann doch als die allerbeste Lösung heraus. Ich habe dann die technischen Sachen alle nach und nach in der Garage wieder auf Vordermann gebracht, von erneuert bis restauriert, aufgearbeitet und ersetzt alle Gummiteile. Alle Lager, was zu machen ist, Manschetten, der Restaurationszustand des Fahrzeugs hat mehr Arbeit und mehr Schweiß gefordert als erwartet. Es ist meistens so. Jedoch musste ich zum Glück nicht mal schweißen. Es waren keine Bleche einzuschweißen. Das Fahrzeug stand über sehr, sehr viele Jahre überall in Hallen rum und wurde von einer Ecke in die andere geschoben. Der DKW ist Baujahr 1962, fast so alt wie ich selbst, ein bisschen jünger. Und es ist verwunderlich, dass man sagt, dieses alte Auto hat Glühbirnen, die noch die ersten sind. Es sind also bis auf eine Glühbirne haben alle Birnen noch funktioniert. Ich habe nur bis jetzt nur eine Glühbirne ersetzen müssen. Wer ein neues Auto fährt, kann sich vorstellen, wie lange das dauert. Irgendwann kommt schon die erste Glühbirne. Es ist qualitätsmäßig. Damals haben die Ingenieure eher gedacht, haben es so gut gemacht, wie sie gekonnt haben, im Verhältnis zum Herstellungskosten. Und heute müssen sie mit einplanen, wann geht es kaputt. Es ist ein Zweitaktmotor. Ein Dreizylinder-Zweitaktmotor mit ursprünglich 50 PS in dem Auto, was im Vergleich zur damaligen Zeit auf jeden Fall gut motorisiert war. Vergleichsweise haben Käfer 34 PS. Der Motor ist komplett aufgearbeitet, von der Kurbelwelle über die Kolben geschliffen, gehonnt, es sind neue Mahlekolben drin, es ist die Kurbelwelle in der Eisenacher Kurbelwellenmanufaktur beim Herr Rudolf, hat er ein Kunstwerk geschaffen mit neuen Bläuel, neuen Lagern, Abdichtungen des Kurbelgehäuses, es ist sagenhaft. Es kommt alles zu dem Slogan, den damals DKW schon verbreitet hat, weniger ist manchmal mehr. Beziehungsweise 3 ist gleich 6 Zylinder. Die 3 Zylinder vom DKW ersetzen sozusagen 6 Zylinder vieler anderer Mitbewerber. Der Motor hat noch einige Besonderheiten. Es sind 3 Zündspulen verbaut, also 3 Unterbrecher, 3 Zündspulen.
In dem Fall hier wurde die Zündung durch eine elektronische Zündung ersetzt, wo man keine Unterbrecher mehr braucht. Es hat eine Thermosphonkühlung, die keine Wasserpumpe braucht. Das heißt, der Kühler ist etwas höher angebracht als der Motor. Dadurch steigt das warme Wasser nach oben und kühlt sich im Kühler wieder ab und kommt unten wieder zum Motor, wird wieder zugeführt. Und das läuft im Kreislauf von selbst. Der DKW hat gute Straßenlage, gute Beschleunigung. Man könnte mit dem Auto auch schneller fahren, aber die Motorgeräusche werden dann bei höheren Geschwindigkeiten, über, sagen wir mal, über 120, wird es zu laut auf Dauer. Man kann das schon mal kurz machen. Die Bremsen sind auch in Ordnung. Die Hinterachse könnte etwas mehr bremsen. Ich denke, die Radbremszylinder sind ein paar Millimeter zu klein. Würde sich wahrscheinlich rendieren, größere einzubauen. Die Lüftung, die Heizung ist in Ordnung, die ist gut, heizt schnell und das Auto auch genügend durch. Scheibenfrei und alles. Es ist nur, die Lüftung wird vom Motor angetrieben, vom Kühlerlüfter und bringt auch die Geräusche mit in den Innenraum. Ja, zu der damaligen Popularität des DKW ist zu sagen, dass viele auf den Namen DKW Sprüche abgeleitet haben. Hat es enorm viele gegeben. Ursprünglich der Name DKW ist Dampfkraftwagen. Sprüche lauteten dann zum Beispiel des Knaben Wunsch, das kleine Wunder fährt bergauf wie andere runter. Die Resonanz auf das Fahrzeug ist also sehr unerwartet. Die Leute sind alle begeistert. Überall, wo man stehen bleibt, wird man angesprochen, wie toll, und habe ich auch schon gefahren und gehabt. Die meisten jüngeren Leute erkennen das Auto nur als Audi. Die Älteren wissen schon, egal auf Einkaufsparkplatz oder sonst irgendwo, Busfahrer halten den Daumen hoch, Motorradfahrer wird mir gegrüßt, egal was die Leute. Also ich hätte es nicht erwartet, so eine Resonanz auf das Auto. Also man könnte da ganze Landkreise verrückt machen mit dem Auto.